Hallo und willkommen zu Let's Play Tomb Raider Anniversary mit Lara Croft. Wir gucken schon mal die Belohnungen nach. Wie ihr seht, habe ich das Spiel zum ersten Mal. Also, das ist die Musik. Geleitwort für die Fans. Hallo Leute, ist kaum zu glauben, dass es das erste Tomb Raider Abenteuer und Lara Croft nun schon 10 Jahre alt sind. Heute sind es sogar schon, warte, 2010, das sind 2004 Jahre. 14 Jahre. Damals steckte die 3D-Technologie noch in den Kinderschuhen. Und die Technik und das Gameplay von Tomb Raider wurden als Meilensteine gefeiert. Eine mächtige Heldin, epische Schauplätze und eine Welt, die dem Spieler nie dagewesene Möglichkeiten bot, sorgten dafür, dass sich Tomb Raider deutlich von anderen Titeln abhob. Heute, 10 Jahre später, hat sich einiges verändert. Es gab gewaltige Fortschritte bezüglich der Leistungsfähigkeit der Hardware und der Qualität der Spielerfahrung. Diese Entwicklung und Laras spieltechnisch 10. Geburtstag waren für uns Grund genug, basierend auf dem Originalspiel ein brandneues Abenteuer zu entwickeln, das weit mehr als ein simples Remake sein sollte. Schon bei unserem ersten Meeting waren wir uns einig, dass das Spiel ein Dankeschön für die langjährigen Fans der Serie sein sollte. Gleichzeitig sollten allerdings Spieler, die Laras Debüt vor 10 Jahren verpasst haben, die Chance erhalten, ihr erstes Abenteuer nun doch zu spielen. Wir wollten alle Komponenten, an die sich die Leute erinnern, übernehmen und einige neue Elemente einbauen, um auch altgediente Fans der Serie zu begeistern. Es war ein hartes Stück Arbeit, das optimale Verhältnis aus nostalgischen und brandneuen Elementen zu finden und das Gefühl der Isolation des Originalspiels auch in der Neuauflage umzusetzen. Darüber hinaus haben wir die Story erweitert und gestrafft, um das ganze Potenzial der Geschichte auszuschöpfen und dem Spieler einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere zu gewähren. Und obwohl das Spiel in weiten Teilen eine Kopie des Originals ist, haben wir die Möglichkeit genutzt, um einige Aspekte des Gameplays, Laras Bewegung zum Beispiel, zu modernisieren. Das Alte und das Neue, das Vertraute und das Unbekannte, das Wechselspiel zwischen den Vergangenheit und der Gegenwart, das im Zentrum jedes Tomb Raiders Abenteuer steht, stand auch bei der Entwicklung dieses Spiels im Vordergrund. Ein Spiel, das sich an seinem Vorgänger orientiert und gleichzeitig als eigenständiges, packendes Abenteuerbestand hat. Das Spiel, das Sie gerade geladen haben, ist das Ergebnis dieser Ideale. Wir alle hoffen, dass Sie bei der Suche nach dem sagenhaften Zion von Atlantis viel Spaß haben und schon heute gespannt sind, was Lara und Tomb Raider in den nächsten 10 Jahren in petto haben. Viel Spaß beim Spielen und danke, dass Sie uns 10 Jahre lang die Treue gehalten haben. Jason Botta, Kreativdirektor von Tomb Raider Anniversary. Vielen Dank. Das war schon der erste Part, meine Damen und Herren. Es hat Spaß gemacht. Wie Lara Croft jetzt sagen würde, was würde sie sagen? Guten Tag? Nein. Das würde jemand anders sagen. Also auf jeden Fall sage ich Tschüss. Und im nächsten Part starten wir das Spiel. Ich hoffe, dass das Spiel nicht copyright versichert ist.
Es soll ja eher ein Review, ein Let's Play werden. Kein Gameplay-Videos, Workload. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, frage ich bei Alos direkt vor der Tür. Das meine ich jetzt wortwörtlich. Das war Jones 1.0 Spieletipps mit den 0. Part zu Let's Plays. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Zu Let's Play Tomb Raider Anno Zerbi. With Lara Croft. Over and out. Au revoir. Tschüss. Guten Tag. Bye. Es wird Spaß machen.